Hier ist eine kleine Stadt, die ich gebaut habe. Sie beinhaltet ein ziemlich kleines Wohngebiet. Da drüben steht außerdem ein Block mit Industriegebäuden. Es ist fast 6 Uhr morgens und die Industrieanlagen laufen an. Als erstes geben die Regeln die Meldung aus, dass keine Arbeiter da sind. Die Anlagen müssen also Anfragen herausschicken, um Hilfe anzufordern. Dies sind aktive Objekte, die der Spieler nicht sieht. Sie bewegen sich durch die Straßen und halten Ausschau nach Wohngebäuden. Sie klopfen sozusagen an jede einzelne Tür. Außerdem schicken sie Autos zu den Arbeitsplätzen. Hier können wir eine ganze Gruppe von Autos sehen, die sich über die Pfade zu den Arbeitsplätzen bewegt. Sie fahren zum nächstbesten Arbeitsplatz. Zur Navigation verwenden sie das virtuelle Distanzfeld. Sind ausreichend Arbeiter in einem Industriegebäude versammelt, fährt es hoch und beginnt mit der Produktion. Die Regeln, die Waren produzieren, können auch zur Luftverschmutzung beitragen. Hier sehen wir Gebäude, die auf der Karte der Luftverschmutzung ihre Spuren hinterlassen. Hierbei handelt es sich um dieselbe Regel, die den Raucheffekt auslöst. Hier sehen wir eine Systemdarstellung der Karte. Alle aktiven Industriegebäude senden beladene Lastwagen aus, die sich vom Industrie- ins Gewerbegebiet bewegen. Hier haben wir einen Lastwagen, der gerade etwas an einem Gewerbegebäude abliefert. Das ist der grundlegende wirtschaftliche Kreislauf zwischen Industrie, Gewerbe und Wohngebieten in SimCity.